Kontakt! Ach, toll. Rotflintenschütze rückt auf den Fang! Vielleicht auch nicht so eine kurze Distanz. Vielleicht ein bisschen länger, das hat ja eine Schrotflinte. Willst du Ärger? Hab ich auch nicht gedacht. Der geht's kaputt. So. Weiterentwickelt MP. Na gut. Doch noch irgendwo einer. Irgendeine Idee, wo ich jetzt hin muss? Vor eurem Treffen sprach das Torhaus-Team darüber, Sicherheitssysteme zu aktivieren, um eine Tür auf der ersten Etage zu verriegeln. Das ist ein Anfang. Danke. Die ersten Etage, die hier vielleicht. Sieht nach einem Weg nach draußen aus. Aber wie kriege ich es auf? Da ist ein Seil. Wer hinterherläuft, der findet. Hey Jack. Die heisere Dame im Monarchfunk scheint das Team am Torhaus nicht erreichen zu können. Werd mal nicht übermütig. Erinnerst du dich an die Hightech-Soldaten, die ich... Ja. Anscheinend haben sie vor, dir auch Hallo zu sagen. Also sei vorsichtig. Alles klar? Sie bewachen irgendeine Kronon-Gewinnungsanlage. Keine Ahnung, was das sein soll, aber ich hänge mich dahinter. Melde mich wieder. Joyce hat gerade den Torhaustrupp erledigt und ihr wisst immer noch nicht, wo er ist. Wofür werdet ihr bezahlt, hä? Charlie, sag mir einfach, wo er ist. Wie heißt das Zauberwort? Charlie. Lagerhalle B4. Immer besser schnell. Torhaus, Mann. Ihr habt's gehört. Zugriff. Unterwegs. Das Sicherheitssystem ist aus. Oh oh. Jack, sie kommen direkt auf dich zu.
Okay, der Dick ist weg. Ja, so ein bisschen Muni hier könnte man auch mal gebrauchen. CFR? Nein, was soll das sein? Ich bin mir nicht sicher, aber es scheint Monarchs zentrales Projekt zu sein. Dieses Ding, das sie der Universität geklaut haben, diese Operation, alles hat auf irgendeine Weise mit diesem CFR zu tun. Was hat Paul bloß vor? Legen wir los. Okay. Brauchst du trotzdem Ammonie? So weit absehen, dass Ground Zero in der nahen Zukunft obsolet sein wird. Ich mache die Präsentation klar, um sicherzustellen, dass allen das Wesentliche bewusst ist, bevor wir fortfahren. Hallo, ich bin Dr. Sophia Emerald. In den vergangenen 6 Jahren hat Monarch auf dem Gebiet der Maya-Joyce-Partikel, besser bekannt unter der Bezeichnung Chronopartikel, große technologische Fortschritte gemacht. Am 4. Juli 2010 kam es, konzentriert auf ein sehr kleines Gebiet, das wir heute als Ground Zero bezeichnen und das sich im Industriegebiet von Riverport befindet, zum ersten Mal zu singulären temporalen Anomalien. Diese Sophia Emerald, konzentrierten Emission von Kronon-Partikeln. Monarchs hauseigene Kronon-Wissenschaftlerin. Sie muss vieles von dem wissen, was auch Will wusste. Kronon-Gewinnungsanlage sehen Sie heute vor sich. Monarchs gesamte Kronon-Technologie ist auf diese Partikel angewiesen. Ganz besonders der Kronon-Feldregulator oder CFR,
bei dem es sich um das einzige Gerät handelt, das eine Stabilisierung und Regulierung großer Mengen dieser Partikel gewährleisten kann. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden alle Kronon-Behälter von hier zur Monarch-Zentrale transportiert, wo sich der CFR befindet. Ausschließlich autorisiertem Personal ist der direkte Umgang mit den Behältern gestattet. Mit Betreten der gelben Zone werden singuläre temporale Anomalien häufiger. Das heißt, ihr Auftreten häuft sich, je näher man sich am Ground Zero befindet. In dieser gelben Zone befinden sich konzentrierte Kronon-Taschen, unsere Primärziele. Das Betreten von Ground Zero selbst ist auf keinen Fall gestattet. Wir befinden uns in der roten Zone. Dort herrscht kein einheitlicher Zeitfluss mehr. Bestätigt. Macht ihm Feuer unter nie wieder zurückgekehrt. Wir wissen, dass der 8. Oktober 2016 Es gibt keinen Ausweg! Aus diesem Grund müssen jegliche Gewinnungsarbeiten, die für die ununterbrochene Nutzung des CFR unerlässlich sind, abgeschlossen sein, bevor sich der Riss vollständig auswirkt. Mehr dazu Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir müssen hinter ihn kommen! Universität! Ich muss einen Weg rausfinden. Hier unten gibt es keinen Ausgang, den ich nutzen könnte. Ich muss wohl nach oben. Es muss etwas geben, womit ich dort hochkommen kann. Wieder hinspringen. Wie kommt man denn da hoch?
Gewinnung abgebrochen. Unzureichende Kronenpartikelmenge ermittelt. Bitte platzieren Sie die Gewinnungsmaschine in die gelbe Zone des Anomaliegebiets um. Hier unten gibt es keinen Ausgang, den ich nutzen könnte. Ich muss wohl nach oben. Ja, ich bin da schon dabei, aber... Da macht hier irgendeine Malie. Ist aber was zum Sagen. Oder? Warte mal ab. Ich glaube, wir konzentrieren uns hier auf irgendwas, wo wir uns nicht konzentrieren sollen. Warum macht er hier die Anomalie? Zeigt er das hier an. Wow. So ein Lift fährt man nicht jeden Tag. Okay. Jack, ich habe hier Unterlagen zu einer Art Privatgala gefunden, die Monarch heute Abend veranstaltet. Heute Abend? Nach allem, was geschehen ist? Dort geht es wohl um ihre Pläne für die Zukunft. Serene hält eine Rede und auf der Gästeliste stehen nur Hochkaräter. Monarchs Elite, Top-Wissenschaftler, der Bürgermeister von Riverport und so weiter. Da stellt sich die Frage, warum ausgerechnet jetzt? Keine Ahnung, aber ich werde es herausfinden. Okay, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. So, und wo geht's jetzt zu den Trockendocks? Genau, okay. Das ist okay. Ich glaube, das Schloss hat keinen Strom. Das Containergebäude sollte jetzt Strom haben. Ich springe für Bobby Redford ein. Bobby nimmt aus der Sonne nicht
Pauls Männer hatten sich die Aktentasche in Wills Wagen geschnappt und sie auf dem Tisch ausgeleert. Will hatte gesagt, dass er etwas aus seiner Aktentasche bräuchte, um den Riss zu stoppen. Ich fand nichts Besonderes, nur sein Handy und ein Schlüssel für den Bradbury Swimmingpool. Nichts, was einem ins Auge springen würde. Jack, hier ist Beth. Monarch hat gerade Aufnahmen erhalten, die deine kleine Freundin zeigen, wie sie in vertraulichen Dateien von Monarch herumschnüffelt. Das sollte man hier besser nicht tun. Amy, ich muss zu ihr zurück. Nein, ich werde sie einsammeln. Wo bist du? Bin auf dem Weg zu Paul, zu den Trockendocks. Serene hat keine Priorität. Ich hol dich da raus. Wir treffen uns an den Trockendocks. Kanal 1 ist die Frequenz von Monarch. Hör den Funk ab, um ihn einen Schritt voraus zu sein. Und Jack? Tu nichts Unüberlegtes. Ah, vielen Dank für das Vertrauen. Okay, könnten wir jetzt theoretisch zurückrennen? Nee. Normal geht es, glaube ich, nicht so hoch. Könnte man nicht mehr springen. Oder klettern oder so. Mein Drehbuch hier. Was sie nicht alles machen, dann sind dort. Amy, alles in Ordnung? Kommst du auch nicht zurück. Und ich wüsste nicht wie. Auf Anhieb. Verschlossen. Es muss einen anderen Weg dadurch geben. Da kannst du dort durch, so wie vorhin bei dem Fenster. Das war knapp. Okay. HQ, es gab gerade eine Explosion in der Nähe der Gewinnungsanlage. Ja, rate mal, wer das gewesen sein könnte. Charlie, geh aus der Leitung. Striker-Team, Verteidigungsstellung um Ground Zero errichten. Verstanden. Okay, jetzt wissen wir, wie es geht. Verteidigungsstellung um Ground Zero errichten. Verstanden.